Verdammt. Verdammt. Wie viel hält der Bastard aus? Regenerieren. Da stand ich gerade ziemlich gut, aber was soll es? Tja. Okay, er ist weg. Den kleinen kriegen wir dann auch noch, oder? Okay, er lebt noch. Na komm. Die Luft ist rein. Ach Scheiße. Im Hinterhalt. Das habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das denn? Wie mies ist das denn bitte? Alte Camper-Taktik. Wie mies ist das denn bitte? Jetzt muss das wahrscheinlich wieder von vorne machen. Alter. Ja, natürlich. Das machen auch nur Camper und Nazis. Das ist ganz fiese Camper-Taktik. Alter. Komm hierher. Läuft er dazwischen. Das ist blöd, wenn der da mittig da steht. Da geht die Taktik diesmal nicht auf. Ah, Scheiße. Keine Munition! Muss nachladen! Okay, der ist tot. Lade nach! Ich hab keine Munition mehr!
zu wissen. Jetzt mal schnell Heilung finden hier. Bin doch nicht blöd. Na, kommt ruhig. Robot, nope. Die dreidigen Bastard, die kommt einfach von hinten. Wie viele Soldaten sie auch töten, wie viel Beton sie auch zerstören, sie werden mein Erbe niemals beschmutzen. Ich habe ein neues Zeitalter eingeläutet. Ein Zeitalter der Vernunft, der Reinheit. Am Arsch. Okay, hier geht's jetzt weiter. Medivex. Überall. Okay. Keine Munition. Ich doch nicht klein. Alter. Boah, Mann. Manchmal. Mal hier nachladen. Verdammt. Scheiße. Ich bräuchte mal Heilung, das finde ich schlecht. Okay, hier bin ich relativ sicher.
40 Leben ist nicht viel. Medikit. Na. Ich hoffe, hier gibt es auch irgendwo eine Aufladestelle. Sonst kann ich das Ding nicht wegschmeißen. Okay. Lassen wir ihn weg. Okay, war es das jetzt? Wahrscheinlich nicht. Mal hoch. Hier waren wir schon. Hier geht's hoch. Hier ist niemand mehr. Wir haben gut aufgeräumt. Na toll. Wo seid ihr? Ich habe viel gebraucht. War das nur der eine oder kommt gleich Verstärkung? Und wo muss ich hin, wenn ich fertig bin? Hier war ich rein. Ich habe das Gefühl, ich muss nach unten. Ja. Das U-Boot ist in Position. Alles läuft nach Plan. Taktisches Nachladen. Sagt der Richtige.
Ah ja. Da müssen wir hoch. Ach du Scheiße. Tja. So ein Mist. Hey, warte, da steht da nur Stoffinen in ihr Nervensystem vordringt und sagt, Motorik hält, dass es so schwer wird, ihnen fallen, sich zu bewegen. Das wäre geschafft. Es wurde irgendein Scheiß geputzt. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Ah, fertig. Ich liebe Geschenke. Zeig es mir. Dir? Zeig ich doch an. Ja, das ist gerade nicht so gut. Wir können es auch nicht wegwehren. Darf ich ihn für dich aufschneiden? Ich bin mir gerade zu, wie Gaskowitz stirbt. Dieser Frau ist am Leben, so schön sie. Mein Einwand. Warmes Blut, der Geruch. Ach, können Sie sich noch bewegen? Sie haben genug Zähne, um einen ausgewachsenen Elefanten zu leben. Da muss irgendwas mit Ihrem Hirn nicht stimmen. Ja, hier, schau zu. Schau zu. Hier. Ja. Dreckige Bastard. Das nennt man Justiz, nennt man das dann Verbrechen aus Leidenschaft. Aber richtig. Nicht schlapp machen. Noch nicht. Nicht bevor sie in Sicherheit ist. Ich sehe nichts. Da haben wir das Problem. Der Hubschrauber ist bereit, wenn Sie es entlassen. Sobald Sie mit unseren Leuten. Oh Scheiße, jetzt gibt's noch eine Hangar-Situation. Ich bin bereit. Ah, William! Was ist passiert? Leben alle noch. Du blutest. Nachdem Seth uns aus den Zellen geholt hatte, wollten wir auf eigene Faust ausbrechen. Gut, Sie zu sehen, Blazkowicz. Schön, Sie bei uns zu haben. Wir müssen raus. Kann der Wissenschaftler uns vielleicht helfen? Schnell! Lauft! Lauft, schnell! Stimmt, heftigen Drogen. Oh Gott. Dieser Fahrstuhl ist wie ein Medipack. Beten wir, dass er noch funktioniert. Hier geht's lang. Ich habe nur 20 Leben. Blazkowicz, hilf mir hoch. Krampf in der Hand. Wir holen dich da raus und dann verschwinden wir. Es muss auf dieser Welt auch noch einen Ort geben. Jetzt fahren wir erstmal zum Bosskampf. Wo man glücklich sein kann. Ganz bestimmt. Aber nicht für dich eigentlich. Bosskampf müssen wir alleine machen. Ist klar.
Deswegen fährt der Fahrstuhl jetzt so hoch. Was war das denn da drin? Einen alten Freund. Sowas von. So einen Besuch habe ich wirklich lange nicht. Typisch Videospiel. Wir gehen jetzt Totenkopf killen. Mach mal Totenkopf tot. Ja, ich kenne sie. Wir sind uns schon begegnet, aber heute ist es sicherlich das letzte Mal. Das heißt es. Captain ja, oder ich. Laskovich. Noch immer am Kämpfen nach all den Jahren. Ich erinnere mich an Ihren Freund. Zu gerne tue ich das. Und wie? Wie ist das bei Ihnen? Straße. In der Arbeit ist man leicht anfällig dafür, Mitleid zu empfinden. Wir müssen lernen, dass es nur ein nutzloser Instinkt ist. Völlig unpassend für unseresgleichen. Hoch! Hoch! Auf die Platte! Das ist ein Bastard. Sehr dreckiger. Lebendig aufgeschnitzt. Mit dem lebendig das Gehirn rausgerissen. Ah, Gott. Was für ein dreckiger Bastard kann man sein. Kommt mir anders hoch. Menschen wie Sie. Ihr Geschäft ist Tod und Zerstörung. Doch bedenken Sie eins. Am Ende werden wir gemessen nicht an dem, was wir zerstört, sondern geschaffen haben. Ja, und ich schaffe Frieden. Ferguson. Oh. Begreifen Sie das Wunder darin? Die Intelligenz des menschlichen Gehirns. Ja, schafft Krieg. Zusammengeführt mit der Effizienz. Und den Gehorsam. Oh Scheiße, jetzt kämpfen wir gegen Fergus. Im Maschinenkörper. Das kann ja nur schief gehen. Maschinenmensch, säubere den Raum. Los hier raus. Wir haben kein Leben. In einer Vision war es überleben. Ausweichen. Ja, schon verloren. Wahrscheinlich erstmal ausbrechen und dann. Maschinenmensch, säubere den Raum. Los hier raus. Muss einen Weg nach draußen finden. Nur ein Messer. Nicht großartig. Nicht. Wir haben absolut keine Waffe. Wie soll das? Können die auch nicht aufschneiden? Wie sollen wir kämpfen? Das ist zu nah, zu weit weg. Lass
im Arsch. Das war schlecht. Okay, da müssen wir hin und rein stechen. Verstehe. Beim zweiten Versuch sind wir klüger. Verdammt. Verdammt, das haben wir fast geschafft. Ja, komm. Nimm's doch raus. Bevor sich wieder reinfährt. Wir sehen uns bald, Vögel.